Das ist er, Leo. Nicht gerade ein Ausbund an Eleganz, aber bekanntlich kommt's auf die inneren Werte an. Seit ein paar Tagen wartet Leo vor dem Flughafen Genf auf Passagiere. Der Roboter ist selbsterklärend. Bildschirm antippen, Sprache wählen, Koffer rein, elektronisches Ticket scannen und schon spuckt der Roboter die Kofferetikette aus. Einmal befestigt, schließt sich das Gepäckfach. Leo quittiert die Bagage und rollt dann vollkommen autonom zur Gepäckaufgabe. Zeitaufwand weniger als eine Minute. Leo ist das jüngste Baby der Sita-Gruppe, einem Genfer IT- und Telekom-Spezialisten für die Lufttransportbranche. Hauptsächliches Ziel ist es, die Zahl an Gepäckstücken in der Abflughalle zu verringern. Die Flughafen-Terminals sind heute verstopft, wegen der vielen Menschen mit noch mehr Koffern. Je weniger Gepäck da ist, desto besser kann man zirkulieren. Dass Leo selbstständig durchs Gewusel navigiert, dafür sorgen die Software-Tüftler von Bluebotics. Das System basiert auf einem Lasersensor, der alles rundherum misst. Einerseits weiß Leo so immer, wo er ist, und andererseits erlaubt ihm das, einen Weg zu suchen, um ans Ziel zu kommen. Bis zur Serienreife hat Leo aber noch einen weiten Weg vor sich.